Was, wenn wir nicht kommunizieren könnten? Undenkbar in der heutigen Zeit, aber durchaus realistisch. Wenn der Strom grossflächig ausfällt, läutet auch gleich kein Telefon mehr und das Internet ist weg. Das Hobby der rund 5000 Funkamateurinnen und Amateure in der Schweiz könnte so eine ganz neue Bedeutung bekommen. Ausgerechnet sie mit ihrem vielleicht ein bisschen verstaubten Image wären praktisch die Einzigen, die noch kommunizieren könnten. Und sie sind für einen Notfall parat, zeigt jetzt Michael Gschwend. Ein normales Festnetztelefon. Der Ort, wo es gebraucht wird, ist hingegen eher speziell. Notfunk, Ausgasektion, Uri Schweiz, HB9 Bravo, Papa Echo. Sali Verni, der Roman, HB9 FRR. Ich bin hier gerade im Pfaffenboden, habe meine Notfunkstation aufgebaut und du kommst bei mir glasklar rein. Was für viel wie eine Geheimsprache tönt, macht für ihn durchaus Sinn. Der Roman Füchslin ist Funkamateur. Mit einem restaurierten PTT-Bus ist er oberhalb von Walchwil unterwegs und testet seine Funkanlage. In der Szene kennt man den 34-Jährigen unter seinem Rufzeichen HB9 FRR. So ein Rufzeichen wird einem vom Bundesamt für Kommunikation nach einer Prüfung zugewiesen. Mit seinem Funkverein, der USK-Sektion Uri Schweiz, arbeitet Roman Füchslin am Notfunknetz. Sollte der Strom einmal grossflächig ausfallen, können sie so weiterhin kommunizieren. Wir von der USK-Sektion Uri Schweiz mussten sagen, wir haben jetzt die Möglichkeit, das Know-how, das Personal dazu, dass wir jetzt das Notfunknetz aufbauen können, dass im Krisenfall, wenn die üblichen Kommunikationsmittel zusammenbrechen, wir unterstützend da sein und Hand bieten können. Roman Füchslin, seine Ausrüstung ist im Handumdrehen einsatzbereit und funktioniert von praktisch jedem Ort aus. So, nachdem ich jetzt die Antennen auf den Sender in der Rigi ausgerichtet habe, kann ich mein IP-Telefon, mein handelsübliches Telefon, in Betrieb nehmen. Ich kann telefonieren und die Speisung erfolgt über eine Batterie oder alternativ über einen handelsüblichen Fahrzeugadapter. Im bernischen Koppigen besucht der Roman Füchslin zusammen mit seinem Vereinspräsidenten eine Veranstaltung vom befreundeten Funk- und Technikverein Solothurn. Dem Verein, der Pionierarbeit geleistet und zuerst ein Notfunknetz aufgebaut hat. Wir konnten auf einem sehr hohen Niveau einsteigen, darum sind wir viel schneller vorwärts gekommen. Wir haben das, was Sie vielleicht in 2-3 Jahren gemacht haben, können in einem halben Jahr machen. Zusammen plant man die Zukunft des Notfunknetzes in der Schweiz. In einem straffen Programm tauscht man spielerisch Wissen aus, diskutiert und debattiert. Wichtig ist Ihnen, dass man sich bei den Behörden bewusst ist, dass Amateurfunkende in einer Krise einen echten Mehrwert leisten können. Wenn gar nichts mehr geht, nehmen wir jetzt mal an, ihr habt einen medizinischen Notfall in der Familie und ihr könnt nicht telefonieren. Nebenan wohnt der Funkamateur, der hat Kommunikationseinrichtungen, vielleicht eben auch das Neue, das wir aufbauen. Und dort der hat die Möglichkeit, die Information weiterzugeben. Das private Engagement der Amateurfunkenden begrüßt man auf Seite der Behörden, zum Beispiel in Solothurn. Und es gäbe sogar schon konkrete Ideen, wie man sie in einer Krise integrieren würde, erklärt Diego Ochsner vom Kantonalen Amt für Militär- und Bevölkerungsschutz. Es gibt mehrere Kantone, die bereits entsprechende Leistungsvereinbarungen haben. Wir jetzt im Kanton Solothurn, wir arbeiten noch daran. Wir haben bei uns die Führungsunterstützung, die wird in erster Linie vom Zivilschutz gemacht. Und dort könnte man problemlos jetzt die Leute auch noch integrieren. Die Amateurfunker legen Wert darauf, dass sie den Behörden nicht im Weg stehen, sondern sie im Krisenfall so gut wie möglich unterstützen können. Unser Verhältnis zu den Behörden ist sehr gut. Wir sehen uns als Ergänzung und nicht als Konkurrenz zu den Blaulichtorganisationen. Zurück auf dem Pfaffenboden erklärt der Roman Füchslin, dass die Arbeit der Amateurfunkenden noch lange nicht fertig ist. In Zukunft, wenn wir unser Notnetz in der ganzen Schweiz etablieren und wenn unser Know-how so verbreiten, dass in einem Krisenfall alle davon profitieren können. Das Notnetz der Amateurfunkenden in der Schweiz. Für den Fall eines Blackout soll das sicherstellen, dass die Behörden auch ohne Strom noch Hilfe organisieren können. Ja, das beruhigt doch. So starten wir doch gut in die Festtage. Das wär's von Schweiz aktuell. Merci fürs Zuschauen, habt zauberhafte Weihnachten und habt's schön miteinander. Auf Wiedersehen.